Hallöchen, und da sind wir wieder zu einer weiteren Map-Vorstellung. Heute befinden wir uns auf der Waldeckschen Upland, oder wie die auch heißt, keine Ahnung. Hier haben wir ein paar Bilder. Das ist, glaube ich, schon eine V2 oder so. Denn hier wurden die Bilder wieder neu angepasst, ein bisschen anderer Text. Jo. Was haben wir hier noch so? Hier wurden einige Felder zusammengelegt und ein bisschen was verändert. Am Anfang haben wir auch einiges an Fahrzeugen zur Verfügung. Jo. Angesät. Sind ein paar, die sind ja angesät. Die. Das hier. Die 4 und 5. Jo. Gut, da schauen wir mal im PDA. Also, das ist hier mal unser Hof. Sieht auch schon ziemlich schön aus, hier mit einem Brunnen und so weiter. Oder soll das ein Brunnen sein? Ja, irgendwie sowas. Das hier ist gleich geblieben, das mit den Ballen. Komm, geht das auf hier? Ja, das geht sogar auf hier. Was haben wir hier? Hier haben wir auch noch eine Halle. Jede Menge an Bäumen. Ja, hier wird das Feld schon mal zusammengelegt. Da ist jetzt Weizen drauf. Hoppala. So, das Feld muss man erst kaufen. Da hinten gibt es auch noch einen Unterstand. Oder. Ne, sind glaube ich die Silos. Was sind das da hinten? Mal anschauen hier. Gras gibt es jede Menge. Und Bäume natürlich. Von denen kann man eh nicht genug haben. Ja, das sind hier, glaube ich, die Silos, soweit ich das beurteilen kann. Was haben wir denn hier? Achso, eine Mischfutter, Silage, Stroh und Grasheu. Ja, das passt, das sieht gut aus. So, hier haben wir die Kuhweide. Auch mal ein schöner Ort hier herum. Hier haben wir auch einiges an Maschinen. Gut, dann fahren wir mal da runter. Schauen wir mal in die Stadt. Hat sich auch was verändert. Da steht jetzt etwas anders. Vorher war da die Tankstelle hier gleich. Was haben wir hier? Landhandel. Okay, und dann schauen wir gleich mal, was wir alles so zum Abladen haben. Gaststätte, Güterbahnhof, Hafen, Landhandel, Mühle, Zuckerfabrik. Na, dann schauen wir da mal runter ein bisschen durch die Gegend. Und dann fahren wir zum Hof wieder zurück. Dort haben wir auch noch ein paar Sachen zum Anschauen. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. So. Dann I. Das wollte ich. Die Lager sind voll. Da kann man noch einiges abladen. Boah, hier war jede Menge an Bäumen. Gibt man sich ja gar nicht mehr aus. Hier ist Mais. Was haben wir denn hier? Bio-Südzucker. Aha. Da fahren wir da mal rein. Hier können wir abladen. Und auf der Seite geht es dann wieder raus. Cool wäre, wenn es hier gleich rausgehen würde. Was braucht man jetzt hier nochmal im drüberfahren? Das könnte man vielleicht noch anpassen oder umändern oder je nachdem. Gut, hier haben wir eine riesige Halle. Oder so eine, ne, das ist so eine Reithalle zum Reiten. Ist ja cool. Fehlen halt nur die Reiter. Das Pferd einsam und alleine. Gut.
Auf der Map kann man auch mal reiten gehen. Gut, da hat sich eh nicht viel verändert. Können wir hier gleich Abkürzung machen. Und dann schauen wir, dass wir da drüben gleich mal wieder runterkommen. Damit ihr natürlich da die Verkehrs... Ich glaube, das sind unten die Verkehrslinien da, die weißen. Die hätte man natürlich ausmachen können im Gernseditor. Dort hätte das schöner ausgesehen, die BDA. Da wollen wir nicht. Warte mal. Ach, da drüben müssen wir rüber. Die mir fast... Oh, fast verfahren. Gut, also da runter. Da hinten müssen wir rüber. Jo. Das kann man irgendwo ausschalten, das weiß ich. Dann ist das nicht in der BDA drinnen. Stört nämlich ein bisschen. So. Hoch da mit dir. Ja, Geld haben wir am Anfang. 11.905. Kann man nicht viel damit anfangen, aber wir haben ja schon einiges an Maschinen. Erweiterte. Und nicht nur die am Anfang, die Standard. Haben wir auch überall schön Gras. Hier hat sich eh nicht viel getan. Was am Wohnhaus gibt es übrigens überall die ganzen Hufeisen zum Sammeln. Einiges an Feldern wurde eben zusammengelegt. Da war mal die Schafsweide. Die wurde ja auch nähe Hof gelegt. Und da gibt es jetzt auch, was ist denn da drauf? Das Raps? Keine Ahnung. Kann ich jetzt schwer sagen. So, dann fahren wir wieder zu unserem Hof rüber. Weil da haben wir noch auf der anderen Seite ein paar Sachen zum Anschauen. Wir können aber da oben schon irgendwo rüber. Genau, da drüben müssen wir runter. Dann kommen wir genau bei unserem Feld auf 15, 16 wieder raus. Da unten fällt 35, 38, die kennen auch uns. Also haben wir am Anfang schon einiges an Feldern. Schön wäre halt noch, wenn wir Feld 14 schon gehabt hätten. Also wäre das gleich nähe Hof. Und ja. Fahr schneller. Dann schauen wir uns mal da drüben noch um. Nee, das wollen wir ablehnen, das brauchen wir nicht. So, hier steht auch noch ein paar Maschinen. Hier ist unser Wohnhaus. Was haben wir hier? Ist das unser... Ist das unser Hühnerstall? Ja, das ist unser Hühnerstall. Mit unserem Hahn. Und hier ist auch unser Wohnhaus. Gut, mal schauen, ob wir da rausfahren können. Ob das da funktioniert. Ja, funktioniert. Gut, dann schauen wir mal in die Lok rein. Und die ist fehlerfrei. Gut, das ist... Oder? Ja, das ist sehr schön. Gut, dann war's das mit der Vorstellung und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.